Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Liquid Himmel. Mein Name ist Philgood und ich grüße euch. Heute wieder mal aus dem Wald. Es ist schönes Wetter. Es soll jetzt richtig warm und frühlingshaft werden. Das ist doch schön. Heute ist der 1. April. Wenn ihr dieses Video seht, ist der 1. April oder später. Und der 1. April ist für mich ein ganz wichtiges Datum, weil der 1. April ist das Datum meiner Auswanderung. Ich wandere aus der Schweiz nach Südamerika, genauer nach Uruguay. Das klingt jetzt nach April-Scherz. April, April, ha, ha, ha. Aber es ist keiner. Ich habe tatsächlich den 1. April bewusst gewählt. Also es war klar, es wird so Ende März, Anfang April sein. Und ich habe mich dann für den 1. April entschieden. Ich mag solche kleinen symbolischen Sachen, solche ironischen Sachen. Also es klingt wie ein April-Scherz, aber es ist keiner. Und das ist der eigentliche Witz an der ganzen Geschichte. Ja, wie komme ich dazu? Das ist jetzt kein Schnellschuss. Also es ist nicht so, dass ich jetzt plötzlich in die Wechseljahre gekommen wäre und unbedingt was verändern muss an meinem Leben. Oder eine Harley kaufen oder mich nochmal tätowieren lassen muss. Nee, und es ist auch nicht irgendwie Corona geschuldet, dass ich jetzt da eine Panik kriege. Überhaupt nicht. Also ich plane eigentlich seit 7 Jahren schon, dass ich auswandere. Ich habe an meinem 45. Geburtstag, das war 2014, habe ich mich entschieden, dass ich auswandern werde. Und seither bin ich eigentlich am Recherchieren, ich bin am Online-Recherchieren, ich bin am Rechnen natürlich, muss das Ganze auch irgendwie finanzieren. Ich habe, das hat mir recht viel Arbeit gemacht, aber das war natürlich schön. Also ich meine, ich habe 7 Jahre lang jetzt meine Zukunft geplant, eine außergewöhnliche Zukunft. Es ist ein sehr großer Schritt, den ich mache, das ist mir bewusst. Es war mir schon beim Entscheid bewusst, aber ich freue mich eigentlich sehr. Und jetzt ist es soweit. Das war das große Projekt, das ich euch immer gesagt habe oder das ich schon erwähnt habe in den Videos. Ich habe natürlich jetzt seit Frühling, Sommer 20, ging das Ganze natürlich immer intensiver und intensiver los. Man muss sein Umzugsgut packen, man muss überlegen, was nimmt man denn mit, was darf man, was kann man einführen, worauf kann man verzichten oder kann sich es in der neuen Heimat besorgen. Dann muss man unglaublich viele Dokumente muss man besorgen. Einerseits für die Auswanderung aus der Schweiz, andererseits für die Einwanderung in Uruguay. Also das ist ein riesiger Packen Papiere, Papiere, von denen ich noch nicht mal gehört habe, dass es die gibt. Da habe ich wirklich gestaunt. Und alles muss noch verifiziert sein mit einer Haga-Apostille, heißt das Ding, damit es international gültig ist. Also ein riesiger Aufwand, riesig. Aber macht man natürlich, macht man auch gerne, aber es ist Arbeit. Und man ist natürlich auch geistig dann wirklich eingespannt. Man studiert die ganze Zeit, habe ich was brauche ich noch, was fehlt mir noch. Ich habe Listen geschrieben ohne Ende, das abhaken, to do und erledigt. Eine Riesengeschichte. Aber jetzt ist es soweit. Ich wandere aus. Ich werde übrigens alleine auswandern. Gianni und ich haben uns bereits im letzten Juli, also im Juli 2020 getrennt, und deshalb werde ich diese Reise alleine in Angriff nehmen. So, jetzt gibt es ein weiteres Problem. Es ist alles ein bisschen schwierig mit Corona, könnt ihr euch vorstellen. Und tatsächlich sind die Grenzen in Uruguay zu im Moment. Also ich kann nicht einreisen nach Uruguay. Uruguay hat eine bemerkenswerte Pandemie oder ist in einer bemerkenswerten Pandemiesituation, weil sie hatten 2020 praktisch nichts. Also sie hatten ganz wenige Fälle nur. Sie haben früh sehr gut reagiert, sie haben die Grenzen geschlossen, sie haben freiwillige Maßnahmen, also auf Eigenverantwortung gesetzt, sehr ähnlich wie die Schweiz übrigens. Und das hat super funktioniert, bis Ende Jahr.
Und jetzt Anfang 2021 sind die Zahlen gestiegen, exponentiell und explodiert. Also das sieht jetzt wirklich nicht gut aus in Uruguay. Und Uruguay hält natürlich die Grenzen geschlossen. Also man kann nicht einreisen. Sie sind am Impfen, zum Glück. Sie sind übrigens super organisiert, was Impfen angeht. Aber die Grenzen bleiben zu. Tja, was mache ich? Ich meine, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe meine Wohnung gekündigt. Was tun? Und ich habe dann einen ersten Plan gehabt, dass ich nach Brasilien reise, weil Brasilien war immer offen. Und Brasilien ist ein Nachbarland von Uruguay. Ich wäre da dann in den Süden runtergereist und hätte gewartet, bis die Grenzen öffnen. Aber ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, in Brasilien geht es noch viel, viel schlechter als überall sonst auf der Welt mit der Pandemie. Also die haben jetzt wirklich ein Riesenchaos im Land. Und war mir irgendwie ein bisschen zu ungefährlich. Ich bin zwar geimpft, muss ich sagen. Also ich denke jetzt nicht, dass ich mich da anstecken würde. Ich habe auch nicht so eine Riesenpanik vor Corona, aber es wäre keine gescheite Sache. Ich meine, man kann sich ja auch ein Bein brechen zum Beispiel oder sich bei einem Verkehrsunfall verletzen und dann würde man in eines dieser eh schon schlechten und jetzt noch komplett überfüllten Spitäler kommen. Nein, da muss man einfach sagen, das war kein guter Plan. Es gab dann auch noch ein Gerücht, dass Uruguay irgendwann die Grenzen öffnen wird, aber eventuell nicht für Brasilien. Dann wäre ich natürlich doppelt der Depp gewesen. Also, dann wäre ich in Brasilien, quasi ein paar Kilometer von der Grenze weg, wäre ich gesessen und hätte nicht rüber gedurft. Also diese Option habe ich dann relativ schnell verworfen. Tja, und dann der nächste Plan war Spanien. Weil nach Spanien darf man als Schweizer einreisen. Es braucht PCR-Test und man muss so Formulare und alles Mögliche ausfüllen, aber man kann grundsätzlich einreisen. Die Zahlen in Spanien sind auch sehr gut. Ja, jetzt kommt hier ein Flugzeug. Das ganz in der Nähe ist so ein kleiner Flugplatz für diese Sportflugzeuge. Und deshalb kurven die hier immer rum. Ja, ich mag es ihnen gönnen. Ich warte es schnell ab. So, jetzt hört es gar nicht mehr auf hier mit den kleinen Flugzeugen. Ich weiß nicht, was da los ist. Da kommt jetzt eins nach dem anderen. Gibt es sowas wie Flugzeugregatten? Keine Ahnung, aber irgendwie haben die gerade alle Spaß am Fliegen und ich mag es ihnen gern. Egal, wo war ich? Hoffe, es stört den Ton nicht so sehr, aber man wird mich verstehen. Wo war ich? Bei Spanien. Eben, das ist jetzt der Plan und das ist der Plan, den ich in Tat umsetze. Also ich fliege jetzt, heute, 1. April, um 10 vor 12 mittags nach Spanien. Und ich habe da eine kleine Wohnung gemietet in einer Stadt, die liegt 25 Kilometer nordöstlich vom Flughafen Madrid. Die heißt Alcalá de Henares. Und da werde ich warten. Da werde ich warten, bis irgendwann Uruguay seine Grenzen öffnet. Und dann werde ich einer der Ersten sein, der rüberfliegt. Ich freue mich auch darauf. Also es geht jetzt los. Es geht los. Die Reise beginnt. Das Abenteuer beginnt. Und ich freue mich. Das wird cool. Was heißt das für meinen YouTube-Kanal? Ihr merkt es wahrscheinlich schon, der wird sich verändern. Es wird nicht mehr nur ums Dampfen gehen. Natürlich, das Dampfen ist nach wie vor sehr wichtig in meinem Leben, aber es ist nicht mehr das Wichtigste. Also die Auswanderung, der Beginn eines für mich neuen Lebens ist natürlich jetzt viel wichtiger. Das Dampfen ist wichtig, aber es gehört jetzt einfach dazu. Also es ist seit 10 Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens und das wird auch weiterhin so bleiben. Das wird sich nicht ändern. Und es wird auch noch ein bisschen speziell in Südamerika, weil Südamerika grundsätzlich sehr restriktiv mit dem E-Dampfen umgeht. Also da werde ich bestimmt auch noch einiges zu berichten haben. Aber eben, der Kanal wird sich insofern ändern, dass es vielleicht
eher um meine Reise, um mein neues Leben, um die Auswanderung geht, um Auswanderung generell. Das ist, finde ich, noch ein wichtiges Thema oder ein spannendes Thema, weil Auswandern ist der Traum von ganz vielen und wir sehen immer die schlechten Beispiele bei RTL 2. Wir sehen immer, wie man es eben genau nicht machen soll. Und jetzt mal gucken, wie es bei mir wird. Ich hoffe oder meine, dass ich es ein bisschen besser geplant habe und ein bisschen realistischer angehe, aber das weiß man ja nie. Ich meine, es kann unglaublich vieles schief gehen bei einer Auswanderung. Und da bin ich gespannt und eben darüber möchte ich euch auch berichten. Falls euch das interessiert, wie immer, YouTube-Videos schauen ist freiwillig. Niemand muss, jeder kann. Also jeder kann sich die Themen und die Leute suchen, denen er gerne zuhört oder die Sachen, die er gerne anschaut. So, das soll es gewesen sein für den Moment. Ich melde mich wieder, wenn ich in Spanien angekommen bin. Aus Alcalá werde ich euch berichten. Und ja, man sieht sich. In diesem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Macht's gut, haltet die Ohren steif und hasta luego, amigos.